Am Donnerstagnachmittag, am Donnerstag, dem 6. Oktober, brannte in Schiefelbusch eine Scheune. Und wir haben ein paar Aufnahmen von dort mitgebracht und mit Stadtbrandinspektor Klaus Boddenberg kurz gesprochen. Ja, was ist passiert? Im Moment gebrannt. Ja, was ich zu sagen kann, ist, beim Eintreffen hat hier unter der teilweise offenen Scheune hier Rundballen Heu gebrannt, die schon eine Ausbreitung auf Brandholz, hat ja auch gelagert ist, übergegriffen hat. Und ja, durch unser Eingreifen haben wir mehr oder weniger sehr schnell die Flammen abschlagen können, aufgrund, dass die Rundballen des großen Pressung nur außenrum erstmal brennen und der Kern nicht brennt oder erstmal nicht brennt, konnten wir mit den ersten vorgenommenen Rohre, da waren 3C-Rohre, konnten wir erstmal die Flammen abschlagen und so eine weitere Ausbreitung hier auf die weitere Scheune, wo auch hier Geräte und landwirtschaftliche Geräte gelagert und abgestellt waren oder abgestellt sind, verhindern. Aber auch durch das schnelle Eingreifen hier von dem betroffenen Landwirt, die hier mit ihren Traktoren und schnell die Rundballen aus der Halle rausziehen konnten und soweit. Aufgrund dessen die weitere Ausbreitung hier komplett auf die Halle. Ich sehe da Kollegen mit Atemschutzgeräten, ja. War notwendig. Ja, auf jeden Fall. Wir haben bei jedem Brand, wo zu einer starken Rauchentwicklung kommt, und wir hatten wir auch hier, ist es halt erforderlich, die Leute, die im Rauch arbeiten oder die mit dem Rauch in Kontakt kommen, dass die halt sich mit Atemschutzgeräten halt schützen. Ist aber alles nochmal so glimpflich ausgegangen. Gebäudeschäden ist großartig nicht, wenn ja, man so sieht. Ne? Kann man im Moment nicht viel sagen. Kann man im Moment gar nichts zu sagen. Man muss schon Sachverständiger ran, der sich da sachlich da die Sache anguckt und dann Auskunft gibt. Alles klar, danke Ihnen. Das ist unser Kurzbericht von dem Scheunenbrand in Schiefelbusch. Mehr darüber erfahren Sie bei AGTV.